was er auch sagt. Du weißt, was du willst und kannst. Wow. Durch dich werde ich frei sein. Wir tun nur, was uns gefällt. Du und ich haben vor nichts und niemand Angst. Diese Aussprache ist sehr, sehr deutlich. Kann ich nicht sein. Mein Genie will, dass ich unabhängig bin. Die wunderbaren Lieder gehen halt zu mich. Ich fange es richtig an. Weil ich es einfach in mir hau. Die Kraft, die mir der Hülle trägt mich auf Lügen. Für mich gilt nirgends, was für alle anderen gilt. In mir ist etwas, was die ganze Welt in den Sinn füllt. Ich bin... Wie kann man das so deutlich bin nicht... Wie heißt du? Wie alt bist du? Wo kommst du her? Ich bin Till, ich bin 10 Jahre alt und ich komme aus Wattenbek in der Nähe von Kiel. Till, das war ja unglaublich. Alles hat gestimmt. Tonalität, diese Aussprache, ich habe noch nie jemanden so deutlich singen hören wie dich. Und dann auch noch das Timing. Alles war spitzenmäßig, Till. Mega Auftritt, vielen Dank. Ja. Super. Hey Till, und du bist erst 10 Jahre alt. Das ist wirklich unglaublich. Also du sprichst jetzt schon klarer und deutlicher als ich mit 28 Jahren. Du bist Musik und wir sind fast Nachbarn. Ich komme auch aus der Nähe von Kiel. Von daher, wir hätten eigentlich zusammen herfahren können. Aber vielleicht fahren wir zusammen nach Hause. Also ins Team Vincent, meine ich. Till, du bist ja aufgegangen wie die Sonne im Studio. So wunderschön war, dass ich erst mal rausfinden will, woher du das hast. Wieso singst du so? Habe ich wahrscheinlich einfach so geboren. Ja, ne? Denke ich auch, komischerweise. Also ich gehe auch in einen Chor. Schön. Ja. Da bist du doch aber bestimmt, in deinem Kinderchor bist du doch schon ein Star, oder? Du machst Man so hört nicht. Mich bestimmt gut, ne? Sehr oft raus. Ja, das glaube ich. Was ist so Musik, die du später machen möchtest? Wo möchtest du später mal hin? Musical, Schauspieler, da ist ja, steckt ja Singen und Schauspiel drin. Ja, ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, dass es überhaupt kein Problem wird, dass du mal Musical-Darsteller wirst. Du machst das richtig, richtig toll. Man merkt, dass dir das unglaublich viel Spaß macht. Das ist richtig super. Und findest du auch so Disney-Songs und so cool? Mmh. Ja, geht so. Naja, da gibt es auch was von Die Schöne und das Biest. Genau. Ah. Mega, Till. Also mit deinem Geschmack von Musik bist du auf jeden Fall in meinem Team genau richtig. Ist das so? Das verstehe ich auch nicht. Ach so, ihr wart noch nicht so oft bei The Voice Kids, ne? Ach so, ja, ihr habt natürlich keine Ahnung. Ja, klar, ich liebe Disney und ich liebe Musical-Songs. Ja. Also Till, wenn du Deutsche Lieder singen möchtest, dann gibt es hier, glaube ich, nur ein Team, das auf Deutsch singt. Und das ist bei mir. Und ich glaube, wir Nordlichter müssen eh zusammenhalten als Kinder von der Küste. Deswegen sind die Türen in Team Vincent ganz weit für dich offen und wir können ganz, ganz viele wunderschöne deutsche Songs singen, welche du möchtest. Sing mal einen einzigen Musical-Song. Sing mal. Scheiße! Sing mal! Mach mal! Welchen möchtest du denn hören? Mach mal von Die Schöne und das Biest, sei hier Gast. Sei ihr Gast? Schöne und das Biest. Till, sei mein Gast.
Team Vincent. Fast. Sei mein Gast, sei mein Gast. Im Team Vincent, Gast. Im Team Vincent. Du hast keine Vincent. Ahnung, du hast keine Ahnung. Vincent, gib es zu, du hast keine Ahnung. Till, für mich kein Problem. Komm, ich zeig dir die Welt. Oder in Harmonie, Harmonie. In Sang und Klang, im Einklang sein, in schönster Harmonie. Also soll ich mich jetzt schon entscheiden? Ja, bitte, Till. Arabische Nächte. Ja, Till, entscheid dich mal. Ich habe das Gefühl, du weißt das schon ganz gut. Ich gehe zu Lena! Juhu! Hey, mein Till, klatsch ab! Juhu, super cool! Komm, wir machen noch ein Foto zusammen, ja? Schön. Dankeschön.